Chile kommt nicht zur Ruhe. Auch nach der Ankündigung von Präsident Sebastián Piñera, sein Kabinett austauschen zu wollen, gab es in mehreren Städten Demonstrationen und an Piñera gerichtete Rücktrittsforderungen. In den Städten Concepción und Punta Arenas setzte die Polizei Wasserwerfer und Tränengas gegen Randalierer ein. Örtlich soll es zu Plünderungen gekommen sein. Die Demonstranten fordern grundlegende soziale Reformen und ein Ende der Korruption im Land. Ich habe alle meine Minister gebeten, ihren Rücktritt einzureichen, um das Kabinett umzustrukturieren, damit wir auf die neuen Herausforderungen reagieren und uns der neuen Zeiten annehmen können. Am Freitag protestierten in der Hauptstadt Santiago mehr als 1 Million Menschen überwiegend friedlich gegen Piñeras Amtsführung und soziale Missstände. Santiagos Bürgermeisterin Carla Rubilar sprach vom größten Marsch in der Geschichte des Landes.